Familienfreundlichkeit ist für uns bei T-Mobile ein ganz wichtiges Thema. Wir sind ein sehr junges Unternehmen. Das Durchschnittsalter ist 35 Jahre. Und man kann sich vorstellen, dass es genau das Alter ist, wo Familienplanung auch aus der Planung rauskommt und realisiert wird. Das heißt, das Thema Schwangerschaft, Elternschaft ist bei sehr vielen Mitarbeiterinnen, aber auch immer mehr bei Mitarbeitern ein Thema, das in ihrer beruflichen Realität einzubringen und entsprechend Lösungen zu finden. Wir haben aber auch das Thema Kinder für uns sehr ernst genommen im Bereich auf der Produktseite. Wir sind das einzige Unternehmen in Österreich, was derzeit einen Kinderschutz anbietet für unsere Handys und Smartphones, die wir verkaufen. Das heißt, Eltern können vorkonfigurieren, wann und wohin die Kinder mit ihrem Smartphone den entsprechend surfen können, wann sie es nutzen können. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir jetzt als Industrie sehr ernst nehmen müssen. Wir haben einen ganzen Blumenstrauß an Maßnahmen. Das ganze Thema beginnt natürlich hier in der Umgebung des Betriebskindergartens, den wir mit ausgedehnten Öffnungszeiten haben, der auch an schulautonomen Tagen Schüler aufnimmt. Darüber hinaus, und ich glaube, das ist heute auch fast selbstverständlich, haben wir Teilzeitlösungen, die sehr, sehr flexibel sind und neuerdings eine starke Betonung des Themas Mobile Working. Bis zu 40% können unsere Mitarbeiter von zu Hause, vom heimischen Arbeitsplatz quasi verbringen, was notwendige Flexibilitäten letztendlich kreiert. Wir haben darüber hinaus ein Programm, das nennt sich Stay in Touch, wo karenzierte Mitarbeiterinnen immer noch mit dem Unternehmen in Kontakt bleiben. Weil wir merken von anderen Unternehmen, dass man den Kontakt sehr leicht verlieren kann und das macht einen Wiedereinstieg schwierig. Und darüber hinaus arbeiten wir mit zwei Partnerinstitutionen, einerseits im Sinne von Erziehungscoaching, Beratung zusammen, wo man sich Rat, psychologischen Rat suchen kann und mit einer weiteren Firma, die Serviceleistungen wie Kindersitter, Babysitter, die Haushaltshilfen oder andere Themen unterstützend vermitteln kann. Also ein ganzer Blumenstrauß an Maßnahmen, den wir bei uns bieten. Der größte Vorteil ist natürlich, dass wir erfahrene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen halten können und nicht durch Unerfahrene wieder ersetzen müssen. Ich halte es für wichtig, dass die Erfahrung der letzten Jahre, die unsere Mitarbeiterin gesammelt hat, wir nicht einfach aus dem Unternehmen herausbluten lassen. Und insoweit ist es wirklich unternehmerisches Interesse, die Ressourcen, die wir aufgebaut haben, auch im Unternehmen letztendlich zu halten und zu entwickeln. Und da gehört das Thema dazu. Dass darüber hinaus eine gesellschaftliche Verantwortung ist, im Sinne von Familie, auch Familienplanung gerecht zu werden und zu verbinden, ist ein zweiter Aspekt. Aber genauso wichtig eben und für mich fast noch wichtiger ist der erste Aspekt, dass wirklich ein Unternehmen etwas davon hat, familiengerechtes Arbeiten entsprechend ernst zu nehmen. Ich glaube, die größten Herausforderungen, die wir uns alle stellen müssen, ist das Rückkehren von Managerinnen und Managern. Innerhalb der normalen Mitarbeiter ist das Thema Teilzeitlösung etc. weit verbreitet, für Managerinnen nicht wirklich. Vor allen Dingen ist ein großes Problem, wenn Manager rausgehen und man natürlich diese Funktion nachbesetzen muss, kommt dann jemand, der weiß, dass der Job nach 2 Jahren wieder durch die ursprüngliche Führungskraft besetzt wird, nimmt das jemand an? Das sind, glaube ich, Themen, wo wir uns auch gemeinsam mit dem Ministerium Lösungen letztendlich erarbeiten müssen, wie man damit umgeht. Wir haben jetzt erstmals bei uns im Unternehmen einen Test gefahren, wo wir 2 karenzierte Führungskräfte, eine Frau und ein Mann, die in Teilzeit arbeiten, gemeinsam gekreuzt haben und gesagt haben, beide zusammen machen eine Führungskraft aus. Das funktioniert übrigens sehr gut. Es ist ein Test und vielleicht kann man mit so ganz kreativen Lösungen weiter nach vorne denken. Es gibt keinen einfachen Tipp. Ich glaube, was wichtig ist, dass die Firmenleitung das Thema ernst nehmen will und das Thema wirklich unterstützt. Wenn wir von oben sagen würden, das interessiert uns nicht und es ist nur letztendlich eine Worthülse, dann wird nichts in der Tat passieren. Und ich glaube, was man braucht, an der einen oder anderen Stelle auch den Mut, mal in Experimente reinzugehen, gerade eben in Bezug auf Führungskräfte und doch mal vom Standardprozess abzuweichen. Flexibilität ist für Familien ein Thema. Ich glaube, das ist der große springende Punkt. Und das Unternehmen muss letztendlich die Flexibilität um die Mitarbeiter herumgestalten. Und dazu müssen wir aus den klassischen Strukturen etwas rausgehen. Das ist der einzige Tipp, diesen Mut letztendlich zu haben.
Wir unterstützen die Initiative, das Netzwerk, weil wir glauben, dass der Erfahrungsaustausch untereinander, aber auch gemeinsam mit dem Ministerium Dinge voranzutreiben, ganz, ganz wichtig ist. Wir sind gesellschaftlich und auch bei uns im Unternehmen am Anfang, in der Mitte irgendwo, aber es ist noch ein langer Weg zu gehen, wenn man auf skandinavische Länder beispielsweise guckt. Und wir wollen bei dieser Entwicklung vorne mit dabei sein.